Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen, meine lieben Herren, meine lieben Freunde, meine lieben Fans des gepflegten Catchens da draußen zur Review von WWE Money in the Bank oder Geld auf der Bank, wie Günther Zapf sagen würde. Ruhe in Frieden nochmal von offizieller Seite hier in diesem Video. Einer, ja, wenn nicht vielleicht sogar die Stimme, die mein Wrestling-Dasein am Anfang meiner, ja, ich sag mal, meines Fantums, ja, immer am Start war. Ich kann mich noch erinnern, DSF, SmackDown 22 Uhr, das war der Shit. Deswegen Ruhe in Frieden auf jeden Fall nochmal von mir an dieser Stelle. Und ja, Ruhe in Frieden hätte man sich auch bei den ein oder anderen Spot von Wrestlern in diversen Leitermatches an dem Abend denken können. Da war ziemlich viel scary Stuff dabei, vor allem bei den Damen, aber dazu kommen wir gleich. Erstens, danke an alle, die dann gestern noch relativ spontan beim Money in the Bank Stream dabei waren. Wir hatten zum Teil auch wieder fast 100 Leute Spitze und das einfach, obwohl der Stream jetzt nicht großartig promoted, angekündigt wurde, whatever. Deswegen gehen die Grüße nochmal an alle raus, die gestern dabei waren. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und als ich dann gestern am Abend so alles so ein bisschen habe Revue passieren lassen, so den Pay-Per-View, ich habe ja dann mit meinen Guys im Call so, ja, was habe ich gegeben, so 6,5 Punkte, manche so 7. Dachte ich mir so, ja, vielleicht bin ich wieder ein bisschen strenger unterwegs, ne, ich und WWE, das klickt ja nicht immer. Und dann morgen wache ich auf und guck kurz auf Cage Match und auf einmal steht dann irgendeine Viererwertung. Und ich denke mir so, what the fuck? Fand ich den Pay-Per-View besser als die Mehrheit? Normalerweise bin ich meistens so ein Punkt unterm Schnitt oder vielleicht sogar mal zwei. Aber hier fand ich es tatsächlich besser. Habe ich wirklich mit meinen Leuten so viel Spaß bei dem Pay-Per-View gehabt, den ich alleine nicht gehabt hätte? Das habe ich mich dann so ein bisschen gefragt. Und ich könnte es objektiv gar nicht sagen, ob ich es alleine viel schlechter gefunden hätte. Ich weiß es gar nicht. Es ist irgendwie für mich so ein bisschen weird. Da würde mich eure Meinung einfach interessieren, ob ich einfach wieder mal oder diesmal ausnahmsweise in der Minderheit bin, weil ich ein Pay-Per-View vielleicht zu gut bewerte, was zumindest die WWE angeht. Falls ihr irgendwelchen noch exzessiven Senf zu diesem Ganzen beitragen wollt, ich bin um 20 Uhr online auf Twitch, wir zocken eben ein bisschen Mario Kart, hab aber schon ewig lange nicht mehr. Und ich habe richtig Bock, mich wieder brechen zu lassen, mich im Erdkern zu sehen. Und deswegen, wenn ihr da Lust drauf habt, dann schneid da mal rein, ja. Twitch-Link wie immer in der Beschreibung. Danke nochmal an alle, die gestern dabei waren, für die ganzen Support allgemein, Resubs etc. pp. Muss immer wieder mal gesagt werden, ist einfach so. Und der Pay-Per-View selber war dann, ja, ich weiß nicht, ich hatte so meine erste Reaktion war irgendwie so, war vielleicht der Main Event das schlechteste Match des Abends? Weil der Main Event war für mich so Bloodline 0815 Match Story, so gefühlt. Das war halt, statt Roman Reigns packst du da Solo Sikoa ein, da gab es zum Schluss wieder mal einen Rev-Bump und dann kam halt zum Schluss die Finish und das war's. Und vor am Anfang viel Isolation von Wrestlern. Und das war im Prinzip auch hier dieselbe Match-Story, außer Jacob Fatu ist halt ein geiler Fuck, geiler Ficker, Fucker, Fick-Fuck, Motherfucker, whatever. Ich liebe den Kerl, das ist so, war, glaube ich, so das einzige Highlight in dem Match gefühlt, neben den gebotschten Low-Blow von Tanga Tonga, glaube ich. Man nennt sie jetzt Tama Tonga und Tanga Tonga, glaube ich. Ja. Ich habe es mit Humor genommen. Aber das Match war nicht schlecht per se, aber es war halt einfach so typisch und zigmal gesehen Standard-Main-Event-Bloodline-Kost. So, eigentlich. Bis auf eben Jacob Fatu, der so ein bisschen rausgestochen ist. Und das halt dann, ja, Solo Sikoa dann kurz nach dem Pay-Per-View vor dem Media Scrum noch reingegangen ist, sich ein Headset aufgesetzt hat und gesagt hat, acknowledge me. Wohin das wohl führt? Ja, und der Rest war dann solide in Form vom IC-Title-Match. Du hast gemerkt, Bron Breakker ist auch nicht wirklich bei den Fans zu 100% angekommen. Auch wenn die Darstellung selber eigentlich ganz gut passt und auch das Match eigentlich, wie gesagt, solide war. Ja, war ein nettes Match. Sammy in seiner Hometown hat natürlich auch geholfen. Vielleicht, ich habe halt auf Bron Breakker getippt.
weiß jetzt nicht, was ich von der Titelverteidigung von Sami Zayn halten soll. Ich bin jetzt nicht negativ oder so eingestellt, aber vielleicht mal so ein Upset-Sieg. Wäre mal wieder nett gewesen. So, ich habe nichts dagegen, wenn Triple H sehr geradlinig und auch predictable bookt, so solange es logisch ist. Ich bin ja da meistens sogar ein Befürworter von sowas. Aber hin und wieder mal so eine kleine Überraschung. Hätte ich mal cool gefunden. Aber es ist okay. Opening Money in the Bank Ladder Match. Match selber war sehr gut. War nicht das allerbeste, war jetzt kein Top 3 Money in the Bank Match aller Zeiten, aber da waren schon geile Spots dabei. Also vor allem Andrade hat da einfach mal so dem Match seinen Stempel aufgedrückt und auch ein bisschen Carmelo Hayes. LA Knight und Drew McIntyre waren da eher so mal auf der Seite. Das war ganz nett. So die Sunset Flip Powerbomb natürlich, so vielleicht der größte Spot bei den Männern. Aber dass Drew gewinnt, war leider irgendwie klar. Und ich habe dann sehr gemischte Meinungen zum Koffergewinn von Drew gehört. Das besprechen wir dann vielleicht jetzt dann, wenn es ins World Title Match dann geht. Ich glaube, da passt das besser rein. Match selber, wie gesagt, war gut. Frau Money in the Bank Ladder Match. Also das war ein Car Crash, den hättest du kranker nicht machen können. Das Match war aus den vollkommen falschen Gründen geisteskrank, sehenswert, aber auch mit viel, 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 viel Vorsicht behaftet, weil also manche Spots, vor allem Anfang, so dieser DDT, der nicht funktioniert hat, so von Lyra Valkyria gegen Io, das war, also am Anfang war viel Gebotsche und viel unsauberes Zeug dabei. Aber vor allem die letzten Spots, so Chelsea Green, die natürlich, wo du gemerkt hast, okay, die Crowd steht schon krass hinter Chelsea Green, die dann natürlich durch die Tische ging, das war natürlich ein fetter Spot. Io Sky, die Zoe Stark einfach mal mit einem Michinoku Driver durch die Leiter befördert hat. Das war der krasseste Spot an dem ganzen Pay-Per-View. Und ich würde vielleicht sogar sagen, der krasseste Frauenspot, den es jemals in einem Ladder-Match gab bei der WWE. Das war insane. Und Tiffany Stratton, die dann, wie viele erwartet haben, sich den Koffer geholt hat, ist aus rein booking-technischer Sicht auch die richtige Entscheidung gewesen. Aber da ging vieles schief, aber aus, wie gesagt, den vollkommen falschen Gründen war das Match dann eigentlich auch irgendwo ansehnlich. So. War halt einfach komplett Carnage, da war halt viel Eckiges und Kantiges dabei. Aber unterm Strich bleibt das Match vielleicht sogar am meisten vom Abend hängen. Also weiß ich nicht, wie ich zu dem Match persönlich stehen soll. Keine Ahnung. Und dann kommen wir zum World Title Match. So, Damian Priest, Seth Rollins, das hat mich ironischerweise an so einen richtig fetten AEW Dynamite Main Event erinnert. So, es gibt ein World Title Match, ein großes bei einer Dynamite Ausgabe und lass die 15, 17, 18 Minuten einfach High Octane dahin wresteln. So, Rollins gefühlt, als wenn er nie eine Knieverletzung gehabt hätte, hier Swanton Bomb und Springboard Moonsault vom zweiten Seil und hier Kicks gecountere und ausweichen und also wenn du diese zwei Wrestler bei einer Dynamite-Episode reingesteckt hättest und die hätten dieses Match gezeigt, es hätte sich nicht wie ein Fremdkörper angefühlt. Ich fand das Match bis zum Fuck-Up von Damian Priest, fand ich das richtig, richtig gut. Ja, und dann wusste keiner wirklich, was passiert ist. So, die einen sagen, Priest hat einfach vergessen auszukicken. Die anderen sagen, okay, man hat die Production Crew hat abgefuckt, weil in dem Moment, wo der Count vom Ref gekommen wäre, hätte Drews Musik ertönen sollen. Was trotzdem unlogisch ist, weil warum sollte der Ref, wenn ein Theme kommt, aufhören zu zählen? So, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass der eine Wrestler den anderen gerade auf der Matte schultert, wisst ihr? Aber gut, es ist halt Wrestling, es ist halt WWE, das lasse ich jetzt einmal mal außen vor. Fakt ist, das hat viel aus dem Match richtig fett rausgeworfen. Mich eigentlich auch, weil dann wirkte alles unglaublich, fast schon antiklimatisch, als dann Drew reinkam mit dem Koffer, den dann einkaschen wollte zum Triple Threat Match. Also ein bisschen wie es Rollins auch getan hat bei Mania. Ja, und dann kam eben, wie es zu erwarten war, Punk rein und der ihn halt wieder von einem großen Sieg hindert. Und das macht ja alles in sich gesehen, in der Story Sinn. Und es gibt viele, die das gut finden, aber es gibt auch genau die andere Hälfte, die das extrem kacke findet, weil der Koffer halt gewastet wurde. Und da stehe ich leider dabei. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ihr findet das gut, dass man den Koffer so benutzt hat, weil es halt zur Story passt,
Kann ich verstehen. Ich bin halt bei dem Lager, wo ich mir denke, ey, nur weil man in den letzten Jahren Money in the Bank die Wichtigkeit, potenzielle Stars zu kreieren, genommen hat, die man ja schon mal hatte, ist es ja immer noch ein ausgemachtes Problem seitens der WWE. Und das heißt ja nicht, dass man das nicht wieder machen kann. So, einem Andrade, der das Ding zum Beispiel geben. Oder auch ein LA Knight, der wieder over war bei der Crowd wie Sau. Jey Uso jetzt vielleicht nicht, Gott bewahre. Aber jetzt vom Prinzip her, denke ich mir, der Koffer, das Konzept des Koffers ist ja immer noch ein gutes. Das hast du ja in den ersten Jahren vor allem immer wieder bewiesen. So, und nur weil die WWE in den letzten Jahren es komplett verschissen hat, den Koffer sinnvoll zu benutzen, nicht immer, aber meistens jetzt, muss ich den Koffer dann in diese Storyline rein verbraten? Gibt vielleicht manche, die eben sagen, sie finden das okay, sie finden das vollkommen logisch. Grüß an Flosch. Ich finde das halt absolut Bullshit. Bin ich ganz ehrlich, das war vielleicht so das Lowlight für mich des Abends, dass man den Koffer halt dann so verschwendet hat. Aber wie gesagt, da gibt es genug, sicher verschiedene Meinungen. Ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, hey, dann der Koffer wurde wenigstens im Sinne der Storyline benutzt. Ist euer Bier, ist okay. Ja, unterm Strich kommt ein Pay-Per-View raus, der rein von der Action und von Match-technisch, wo ich nochmal sage, der Mainer war fast das schwächste Match und das war immer noch okay und solide. Bis hin zum World-Title-Match, bis zum Cash-In war das richtig stark. Das Four-Man-in-the-Bank-Match war aus den falschen Gründen komplett geisteskrank und schmerzhaft. Und das Männer-Match war halt einfach gut. So. Und deswegen komme ich da auf 6 Punkte, so im Schnitt. Also wie viele andere der Triple H B PLEs in den letzten Monaten, ein Jahr, eineinhalb Jahren, ne, seit es halt 5 Matches auf den B-Pay-Per-Views, Entschuldigung, PLEs gibt. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu Money in the Bank? Hat es eure Erwartungen übertroffen? Seid ihr zufrieden mit den Koffergewinnern? Was sagt ihr zu Bloodline? Es geht ja jetzt Richtung SummerSlam. Und ja, ich muss natürlich den großen Elefanten im Raum natürlich noch ansprechen. John Cena. Als er einfach rausgekommen ist und quasi fast out of nowhere gesagt hat, ja, ich announce mein Retirement, dachte ich mir so, wo kommt das denn jetzt her? So, und ich dachte noch kurz an den Angle, aber dann hat er erklärt, es ist jetzt nicht heute mein Retirement, sondern dieser Run, auf den ich mich jetzt dann befinde, das ist mein letzter Run, mein Retirement Run sozusagen. Und WrestleMania 41 in Las Vegas ist seine letzte WrestleMania. Das habe ich dann noch eher nachvollziehen können. Ich fühle mich alt. John Cena ist über 50. John Cena war für mich so ein Kindheits-Jugendheld, als ich 15 war. Das ist schon... Zeit vergeht. Zeit steht nicht still. Das ist krass. Das wird emotional, glaube ich, für mich auch nicht so einfach werden. So Rumble und Mania und die Matches, die er noch haben wird. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, nach seinem Vertrag kommt hier: Hi, ich bin's, Tony Khan. Hast du nicht Bock nochmal hier? Er wird sicher probieren, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass John Cena ist, glaube ich, nicht tradebar zu AEW. Gut, das hat man zwar, ich möchte es nicht ausschließen, wir haben schon verrücktere Geschichten im Wrestling gesehen. Bei Edge hat man sich auch nicht gedacht. Entschuldigung, Adam Copeland. Das war ja auch ein vermeintlicher WWE-Lifer forever. Und dann, ne? Aber es ist John Cena. So, und ja. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich sehr freuen. Meinung in die Kommis. Checkt mein Discord aus. Twitter. Ich sag nicht X, weil das ist scheiße. Checkt Twitter aus. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. 20 Uhr bin ich online auf Twitch. Schönen Start in die Woche auf jeden Fall an euch. Und ja, man hört sich die Tage wieder. Macht's gut. Haut rein und bis zu den nächsten Videos. Ciao, ciao.